Ahnung, es ist ein Biker, fahre Richtung Tucanfoca. Das Ziel heute sind etwa 2000 Höhenmeter. Mal schauen, wie wir das schaffen. Aber hauptsächlich draußen sein, irgendwo campen, mit geile Single Trails. Bald oben auf der Tucanfoca und es ist einer der schönsten Aufstiege ever. So hört mit dem Bike da recht viel müssen stoßen. Aber ja, die Landschaft ist einfach unglaublich. Es ist einfach schön. Zweithöchster Punkt für heute. Geil. Nächste Pass ist nur 100 Meter höher. Das war schön. Es ist wirklich geil. Vorne ist Pass, ab auf Sertig und wieder rauf auf den Sertigpass und dann runter auf die Kirschhütte. Ja, knappes Tagesprogramm. Yes. Also muss ich Gas geben. Es ist hart. Jetzt sind schon 2000 Höhenmeter dabei. Immer wieder Schneefelder, die wir dafür überqueren. Dort ist endlich der Sertigpass. Komplett tot. Aber bald geschafft. Und das fühlt sich gut an. Jetzt freue ich mich auf Doppelportion Nudeln mit Rindfleisch. Wir haben es geschafft. Geil. Da ist der Pass. Ich glaube, es ist auch noch von der Tube zu klar. Oh ja. Ja, Monster. Geil. Was ist passiert? Wir haben den Gaskocher vergessen. Ja. Wir haben Gas, Pfanne und alles dabei. Jetzt gehen wir auf die Kirschhütte. Noch schnell 3 km und 150 km rauf.
und hoffe, dass dort der Winterraum offen ist und einen Gaskocher hat. Sonst gibt es dann ein kaltes Nacht. Boah, es ist 7 Uhr. Wir sind gerade auf der Cache-Tag angekommen, endlich. Das war einer der längsten und anstrengendsten Tage. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Bier. Bier. Ist das etwas? Oh! Yes! Geil! So, ich bin nicht gerettet. Nee, wa? Ja, ja. Mann. Hey, du Hübscher, gute Nacht. Gute Nacht. Lass dich nicht vom Wolf fressen. Oder von den Bären da im Engadin. Oh ja, fuck. Nein, endlich Asphalt! Wie ist der Trail? Oh, richtig geil! Wir haben nur gute 12 gehabt. Nur gute 12. Unglaublich gut gewesen. Kein einziger Meter war schlecht. Es ist auch verdammt geil von den Trails her. Der letzte Pass ist geschafft. Immer noch 20 Kalorien.